Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transportfieber 2. Ja, man erkennt auch sofort an den ersten Bildern, dass wir in Transportfieber 2 sind, weil es so super flüssig läuft. So, ihr seht jetzt meine kleine Erweiterung der Hafen City, beziehungsweise ich habe sie jetzt auch letztendlich dann Hafen City getauft. Die Brücken hier muss ich auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Die Einfahrt, ich hatte ja die Brücken nochmal umgesetzt. Da auf der linken Seite fuhr gerade unser Cut vorbei. Also wir sind im ICE, also ein bisschen schnell. Aber ich habe die Hafen City um diesen ganzen Teil noch erweitert, damit das nicht die Brücke so als Grenze wirkt. Ja, hier geht es jetzt dann durch. Ich hatte ja eine Umfrage gemacht in der letzten Folge, ob das große Schiff bleiben soll. Und ich konnte leider bzw. die Funktion noch nicht gefunden, wo ich das nachgucken kann, wie viele Leute da letztendlich abgestimmt haben. Aber die Leute, die abgestimmt haben, das waren auf jeden Fall knapp 90%, haben gesagt, ja, das Schiff oder beziehungsweise die Schiffe sollen bleiben. Ja, und dann lassen wir sie auf jeden Fall auch da. Aber jetzt gerade die Mitfahrt hier im ICE nach Minden, den ich umgerudert habe. Hier ist der andere Cut. Cut. So. Hier hinten habe ich jetzt noch nicht weiter ausgeschmückt. Ich habe jetzt hier meine Buslinie, nur irgendwie, weiß nicht, irgendwie spawnen hier so ganz viele Menschen. Eventuell müssen wir hier mal auf Straßenbahn gehen. Weil, ja, oder mehr Busse. Aber ich habe hier schon 5 Busse fahren. Aber das hilft nichts, wenn die alle voll sind. Wir können natürlich Busse mit größerer Kapazität nehmen. Das wäre vielleicht eine Idee. Der fährt jetzt hier hinten lang, ich fange mir hier hinten an. Das möchte ich jetzt hier abschließen. Also hier soll dann Ende sein mit der Stadt und hier geht es dann mit Waldfeldern, was auch immer weiter. Auch in die Breite nach hinten hin wird hier nichts mehr passieren. Vielleicht noch eine Häuserreihe. Wahrscheinlich noch eine Häuserreihe. Mehr dann aber auch nicht. Und ja, dann muss das halt noch alles ausgeschmückt werden. Ich weiß sowieso noch nicht, wenn ich diese ganze riesige Fläche sehe, die ich dann ausschmücken muss und da hinten. Boah, das wird wahrscheinlich noch Ewigkeiten dauern. Ja, ansonsten habe ich hier ein paar Schiffe hingesetzt, wieder die Pause machen, Promenade so ein bisschen ausgeschmückt, halt ein paar Häuser hingesetzt. Dann habe ich hier ein bisschen Freiraum gelassen für die Brücke, dass die Leute nicht ganz so dicht daran wohnen. Ja, gefällt mir eigentlich so weit ganz gut. Ja, hier hinten ist soweit jetzt nichts passiert. Nee, aber in der Werft habe ich ein bisschen was gebaut. Ich hatte mir jetzt noch meine Mod runtergeladen, dass ich Schiffe auch an Land platzieren kann. Habe jetzt hier einfach mal ein paar Gerüste nebengestellt. Schade, dass das halt ständig qualmt, aber na gut. Einfach ein paar Gerüste daneben gestellt, dass es halt so aussieht, wenn es jetzt im Trockendock wäre. Und jetzt hier gerade draußen bei mir arbeitet wird, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Werde ich vielleicht noch mit ein, zwei weiteren Schiffen machen. Hier hinten habe ich noch ein paar Pontons hingestellt. Hier für die Schubverbände, die hier stehen. Dann habe ich lange überlegt, aber ich habe mir letztendlich dann doch noch das große Containerschiff hier noch hingesetzt. Beziehungsweise den Feeder, was auch ja, sehr abenteuerlich aussieht. Also der Realität sehr, sehr fern. So, dann habe ich mir noch konvertiert die DB-Umschlagskräne. Die habe ich mir noch konvertiert. Die habe ich jetzt hier. Dann habe ich jetzt angefangen, gestern Abend noch hier auf der anderen Seite ein DB-Schenker-Lager hinzusetzen. Damit ich die Flächen ein bisschen fülle. Das ist jetzt aber auch noch nicht fertig. Und ja, dann habe ich an sich jetzt hier eine Straße gebaut. Die Straßenverbindung rüber nach Minden. Die endet hier in der Hafen City, oder beziehungsweise fängt in der Hafen City hier an. Geht hier unten einmal her und kommt dann hier hoch. Hier unten ist es dann Autobahn, dann fahren die dann auch ein bisschen schneller. Ansonsten habe ich ja, hier noch ein paar Umschlagskräne gemacht, weil ja hier letztendlich auch der Containerhafen ist. Für die Raffinerie hier noch ein paar LKWs hingestellt. Also gestern hauptsächlich so Deko-Sachen gemacht. Hier hinten noch ein bisschen was hingestellt, ein paar Verwaltungsgebäude. Die Strecke hier ein bisschen ausgeschmückt und hier hinten noch ein paar Tanks hingestellt. Dass man von hier jetzt reinkommt, eigentlich schon fertig ist in die günstige Raffinerie, die es so gibt, wie immer. Ja,
Ihr seht vielleicht auch, ich mache überall immer so ein bisschen was, aber das ist so meine Art des Schönbaus. Ich kann mich jetzt, sage ich mal, nicht hinsetzen und die ganze Zeit hier drauf konzentrieren. Mir gehen dann irgendwann die Ideen aus, weil ich nicht weiß, was ich zum Beispiel mit diesen Flächen machen soll. Und dann gucke ich halt immer, fliege ich mal so über die Karte und dann sehe ich wieder, ah, hier, da kannst du auch noch was machen. Und so entsteht das dann halt. Ihr seht, ist ja hier auch die Straßenbrücke verschwunden. Die hatte mir dann auch nicht mehr gefallen. Mit den Brückenpfeilern und das sah nicht so schön aus. Die Straße geht jetzt hier auch in Tunnel. Und kommt dann hier drüben wieder raus. Ja, genau. Und in Leipzig habe ich auch noch eine Straßenbahn mittlerweile hier sitzen. Damit die Leute dann hier auch zu den Zügen kommen. Ich hätte mal vielleicht die Station ein bisschen länger bauen sollen, wie ich gerade sehe. Ja, wird auf jeden Fall auch gut angenommen. Der Zug fährt jetzt wieder weg. 36 Leute. Ah, 39. Oh, steigt noch. Er lädt noch ein. Ah, jetzt fährt er los. Ja. So, und für die heutige Folge will ich jetzt ganz gerne hier hinten weiterbauen. Wir haben jetzt im Moment der Intercity, der ist viel zu groß. Der hält ja hier gerade in Bad Lübzell. Passt nicht so schön. Der soll jetzt weiter bis nach Hannover fahren. Hannover ist immer noch so mein Sorgenkind. Ich weiß nicht genau, wo ich hier was hinbauen soll. Im Prinzip kann ich den Bahnhof nur hier an die Seite setzen. Hannover an sich ist zwar hier drüben, aber wir haben hier eine schön große Straße. Da müssen wir dann halt mit Trams arbeiten. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. So. Ja, würde ich sagen, setzen wir hier ins Kopfbahnhof natürlich. Alles andere würde ja hier keinen Sinn machen. Vielleicht kann man hier mit zwei Bahnhöfen arbeiten. Wir haben ja hier hinten Worms und von Worms möchte ich ja auch nach Hannover fahren. Das war quasi in Hannover, sag ich mal, ein... hier ist der Süden, dann müsste das ja Osten sein, Ost- und Westbahnhof haben. Und ja, mal gucken. Bauen wir das doch mal. Oder so ein Durchgangsbahnhof und hier dann so einen großen. Also nicht den. Sondern irgendwie sowas hier. Erstmal drei Gleise. Oh, meine, drei. Ja, doch, drei ist. Oh Gott. Ich dachte, drei sollte auf jeden Fall reichen. So, mal gucken, ob ich den jetzt hier hinten hinsetze. Oder müsste mal was ausprobieren, ob man das bauen kann. Mit einer ganz steilen Kurve dann hier auch noch rüber gehen. Hm. Der Flixtrain fährt jetzt ja nach Worms. Sollte der Flixtrain bis nach Hannover durchgehen? Weiß es jetzt gar nicht. Der RE hört da auf. Der Flixtrain sollte durchgehen, glaube ich, ne? Hm. Brauchen wir mindestens 320 Meter langen Bahnhof. Das ist ja blöd. Ne, dann machen wir das anders. Dann verlängern wir jetzt heute erst den Flixtrain und machen nur hier noch einen Bahnhof hin. Zweigleisig. Dann kommt der jetzt hier an die Seite ran, an den Kartenrand. Setzen wir den dann hin. Müssen wir jetzt hier erst einmal gerade ein bisschen was wegreißen. So, dann verlängern wir den Flixtrain, dann ist der nämlich jetzt dann komplett fertig. Außer in die andere Richtung natürlich noch. Da müsste er dann noch weiterfahren. So, nehmen wir zwei Gleise. Ja, wer weiß, was wir hier noch für Züge hinpacken. So, schön wäre es natürlich, wenn ich ihn jetzt noch so weit rüber kriege, dass die Stadt da noch eine Reihe in der Straße bauen kann. Dann sieht das nicht ganz so verloren aus. So, sprich, ich muss den irgendwo hier so hinsetzen. Aber da scheint es ganz schön weit nach unten zu gehen. Also mal gucken. Hier noch so ein bisschen drehen. Wie weit komme ich rüber? Je weiter ich rüberkomme, desto besser ist es. Dann setzen wir den jetzt hier hin.
Wenn wir jetzt hier mal noch ein bisschen konfigurieren. Das ist natürlich jetzt extrem hoch hier, ne? Ah, Hannover muss gerade mal noch so ein bisschen dran glauben. Müssen wir jetzt hier noch ein bisschen Terratengleichung machen. Das ist nämlich dann doch schon ein ganz schön krasser Unterschied. So. Zack, zumindest hier auf der Seite. Und da müssen wir mal gucken, wie die Straße dann nach unten weggeht. So. Ja, perfekt. Und hier mal gerade noch ein paar Häuser reißen. Ja, kommen wir alle weg. Ihr baut sowieso sofort wieder neu, wenn ich dies, wenn ich das Spiel starte, also die Zeit laufen lasse. Von daher. So. Zack. Perfekt. Dann können wir nämlich jetzt hier noch ein paar Gebäude hinsetzen. Machen wir auf die Seite mal hier auch noch ein Gebäude hin. Dahin und auf die andere Seite, wo die Straße hin soll, setzen wir jetzt hier mal noch ein paar Treppen hin. Können wir hier auch machen. So, damit die Leute da auch hochkommen. So, dann einmal machen wir eine Straße ziehen. Machen wir die irgendwo hier hinten, ne? Nee, das, die, wo sind denn die baubare Straße? Ja, nicht. Hier noch hier vorne. Ah, da. Da kommt sie. Da. So. Dann ziehen wir jetzt hier einfach mal. Eigentlich wäre es natürlich schöner. Machen wir anders. Gut, dann baut aber die KI da wieder so dicht dran und das gefällt mir dann doch wieder nicht. So. Kann ich das mir noch so ein bisschen ausschmücken? Wieder ein Autosave? Oh, schon wieder 12 Minuten, Mensch. Das geht ja wieder fix hier. So. Das ist doch ganz schön. Da kann die KI jetzt hier noch bauen. Das sollte gut sein. Und hier mit der Straße gehen wir zwar auch hier dran lang, aber biegen jetzt ab. Über eine andere Kurve. So. Ja, das geht doch. Und hier müssen wir jetzt auch mal sehen. Wenn wir jetzt hier auch geradeaus runtergehen. Und dann von hier noch weiter. Nein, so nicht. So. Perfekt. Und hier müssen wir jetzt mal gucken, was wir jetzt mit der Straße machen. Ich würde sie jetzt ja fast abfallen lassen. Dass wir die Gleise oben rüber. Da muss ich erst die Straße bauen, sonst geht das mit der Brücke nicht. Mal gucken, wie wir das machen. Müssen wir natürlich ganz schön viel fallen, ne? Weil so reicht das nicht. Bei weitem ja nicht. Nee, ich glaube, da haben wir auch einen Bahnübergang. So viele Züge fahren dann hier am Ende ja auch nicht. Mal hier einfach einen Bahnübergang. So. Gleichen wir das hier alles mal ein bisschen an. Zack. Gut. Dann bauen wir nämlich jetzt die Gleise. Ist natürlich jetzt alles strustags geradeaus hier. Das müssen wir auf jeden Fall anders machen. Genau geradeaus hier rausfahren und so, das möchte ich nicht. Das gefällt mir nämlich nicht. So. Gehen dann hier. Und halten uns dann mal in der Höhe, dass wir dann hier eventuell dann auch einen schönen Bahndamm reinkriegen. So. Jetzt haben wir natürlich hier die Weiche gesetzt. Ne, das ist dumm. Wollen wir der Straße da nicht rüber. So, und hier halten wir schön die Höhe. Oh, immer noch 80. Ne, können wir jetzt ruhig schon wieder Gas machen hier. 50. Zack. Und zack. So. Wo ist denn Worms? Da hinten. Da müssen wir jetzt mal sehen, dass wir hier rauskommen. Oh, das geht. Mal sehen, ob das auch funktioniert, wenn wir jetzt direkt hier über die Straße gehen. Dass dann kacke aussieht oder ob das funktioniert.
Manchmal sehen die Bahnübergänge dann ja sehr wüst aus. Oh, das sieht aber sehr schön aus. Das passt. Perfekt. Das hätte ich mir jetzt so einfach nicht vorgestellt. Gut, jetzt wird es natürlich interessant. Den Tunnel wird er hier jetzt nicht bauen. Aber nachhelfen. Ich will jetzt hier nicht so eine Schlucht reinschlagen. Oh, jetzt wieder 250. Ja, perfekt. So gefällt mir das. Kleinen Tunnel hier. Oh, auch hier wieder eine Planstadt, ne? So. Bleibt mal schön auf der Höhe. Ist für die Brücke gleich gar nicht so schlecht. So. Das ist natürlich jetzt eine schöne Höhe für eine Brücke. Da würde ich jetzt auch etwas Moderneres nehmen. Die jetzt hier unbedingt. Oder dann doch die. Dann über die. So. Das ist das mir auch schon aufgefallen. So im Transportfieber generell. So schöne Brücken oder so. Gibt es wenige, ne? Also auch im Transportfieber 1. Dass sich da einer mal wirklich hinsetzt und dann Brücken moddet. Außer jetzt hier die. Diese Bogenbrücke, die ich habe, ist ja eine ganz schöne. Aber ansonsten. Das recht mau, finde ich. Also was so Brücken angeht. So, und jetzt hier hinten drauf. Zack. Zack. Perfekt. So, dann geht's hier jetzt schon mal bis nach Hannover. Hier kann ich dann auch die Tram hinführen. Bei Hannover kriegt ihr auf jeden Fall eine Tram zwischen den beiden Bahnhöfen. So. Dann führen wir jetzt hier erst die Straße rüber. Hier gebe ich jetzt mal einen Klick nach oben. So, setzt die jetzt hier hin. Durch den einen Klick nach oben sind wir jetzt hier horizontal. Wenn ich das nämlich nicht mache, dann bin ich nur wieder weg. Dann kann es, oder dann sieht man das sofort. Dann geht es hier immer so leicht nach oben für den Bahndamm, für die Überquerung. Wenn du einen Klick nach oben machst, dann hast du die Probleme nicht. So. Gehen wir die einfach mal weiter. Vielleicht baut die Stadt da ja noch dran. So, du kannst dann da drauf gehen. Und du hier drauf. Zack. So, sehr schön. Dann kann die Stadt sich hier auf jeden Fall frei entfalten. Und ich habe noch ein zusätzliches Gleis für irgendeine Stadt, die ich vielleicht hier irgendwo hinsetze. Da muss ich dann aber später mal gucken, wie das dann performance-technisch dann sowieso aussieht. So, dann brauchen wir jetzt noch ein paar Signale. Das ist einmal hier Ausfahrt. Dann kommt da ja auch so ein 80er Ding hin. Zack. Und jetzt freie Fahrt hier. Ich werde jetzt erstmal nicht mehr Züge hier raufpacken. Wir haben jetzt 4 Flixtrains da drauf. Insgesamt auf der Strecke. Das bleibt auch erstmal so. Da soll sich dann nichts großartig ändern. So, haben wir schon einen hier irgendwo? Kommt denn hier einer? Doch nicht, die sind nämlich alle zusammengefahren. Da habe ich jetzt gar nicht mehr im Auge behalten. Und hier steht definitiv keiner. Das ist der erste. Oh, Scheiße. Na gut, das gucke ich mir dann aber im Offscreen an. Das machen wir jetzt nicht. Linie verwalten. So, nach Worms. Linie hinzufügen. Hannover. Und dann wieder nach Worms. Perfekt. So, solltest du jetzt fahren. War's auch schon. Wie spät ist es? 19 Minuten. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns jetzt einmal noch die Mitfahrt. Mit der finalen Flix-Version Richtung. Boah, ist das denn Süd? Südosten? In die Richtung ungefähr. Ich halte da jetzt wieder meine Klappe. Ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wisst, was zu tun ist. Und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Bis dahin, haut rein. Tschüss.